Okay. Focus Entertainment präsentiert ein Spiel, programmiert von Don't Nut. Und zwar, unser neues Let's Play heißt Der Ladebildschirm. Nein, so heißt es nicht. Es heißt auch nicht Warnung vor Epilepsie oder Warnung zum Inhalt, sondern es heißt automatisches Speichern heißt es, genau. ich lasse das so, ich schneide das nicht zusammen. Das Spiel heißt, ja, es lädt noch immer. Ich hoffe, es läuft gleich sauberer. Und zwar heißt es Banishers. Und zwar Ghosts of New Eden. Tatsächlich, auch wenn das Logo am Anfang, wenn man so das Spiel sieht, denkt, es ist ein Multiplayer. Nein, es ist ein Solo-Spiel. Das kannst du nur alleine spielen. Ich habe auch schon mal ein bisschen die Lautstärke eingestellt und so weiter. Ich hoffe, das ist okay so. Ansonsten werden wir das natürlich während des Let's Plays noch ein bisschen nachkorrigieren. Ja, und zwar, und da freue ich mich besonders drüber, in Don't Nut, den ihr ja kennt, von den verschiedenen Adventuren, die gemacht haben, von denen wir ja auch einige hier gespielt haben. Die haben sich vor diesem Spiel an einen Jump'n'Run rangetraut. Dieses Jump'n'Run war im Prinzip die Vorbereitung zu diesem Spiel. Man hat also ein bisschen neue Mechaniken ausprobiert, geguckt, ob das Ganze funktioniert, wenn man das in ein Spiel reinpackt. Und halt diese Entscheidungsmöglichkeiten, die man ja von Don't Nut Entertainment aus den Adventuren kennt, in ein anderes Genre reinpackt. So, da haben sie es halt in Jump'n'Run reingepackt. War auch sehr kinderorientiert, das Spiel. Ich habe es tatsächlich auch auf meiner Wishlist. Hier hat man in andere Richtung gegangen. Hier ist es ein klares Action-Adventure, was wir heute spielen werden. Und ich bin sehr gespannt drauf. Ich habe tatsächlich vorher mir nichts davon angeguckt. Ich habe es von einem Key-Anbieter vergünstigt angeboten bekommen. Und daraufhin habe ich es mir gebookmarkt. Auch nur deswegen. Habe es aber dann woanders gekauft. Jawohl, so bin ich. Und aber es sah einfach gut aus, sah interessant aus. Und als ich dann gesehen habe, dass die Kommentare bis jetzt, also alle sehr positiv sind, da war ich natürlich neugierig und denk so, da musst du mal reinschauen. Das müssen wir mal spielen, das machen wir jetzt auch. Für Spiele, die sich auf die Erzählung konzentrieren wollen, für Spiele, die einen Ausgang seiner Lebensgeschichte und Kämpfen genießen wollen. Ah, das ist dann quasi ganz ohne Kämpfe. Okay. Nein, das möchten wir dann auch nicht. Man, auf Versehen hätte ich jetzt das angeklickt. Aber Kämpfe möchten wir schon ein bisschen haben. Es ist ja schließlich ein Action-Adventure. Das ist wahrscheinlich hier der Modus ist für die Leute, die sagen so, Don't Nut kenne ich nur von Adventure. Ich will jetzt auch ein Adventure. Die können dann hier klicken. Ist ja keine schlechte Idee. Muss man ja sagen. Wir machen natürlich normal. Ui, nice. Schöne Zeichnung. Sehr plastisch. Wow. Focus Entertainment präsentiert. Machen wir das Ganze nochmal ein bisschen besser. Madam, Sir, das Schiff liegt vor New Eden vor Anker. Ein Beiboot steht zu Ihrer Verfügung. Okay. Also wichtige konnten die ja schon immer. Ich habe von Wolken geträumt. Spiel. Große, weite, flauschige Monster, tief über dem Meer. Aber es ist schon eine Nummer besser als das, was man von den Jungs kennt. Das ist auch eine Nummer besser als das, was man von den Jungs kennt. Ich träumte vom Abgrund. In den dunkelsten Weiten des tiefsten Ozeans. Hm.
Guten Morgen, mein Schatz. Älterer Mann der junge Frau da haben darf. Junge Frau, die Karl. Sind wir in Neuengland? Vielleicht macht die Morgen mit der Bartzahl. Irgendetwas beunruhigt dich. Der Brief von Charles. Wieso? Dieser Geist muss sehr gefährlich sein. Denn sonst würde er ihn selbst vertreiben. Dann muss er eben doppelt zahlen. Ich meine es ernst. Die Sache ist sicher nicht einfach, wenn der Reverend selbst Hilfe braucht. Red, mach dich auf alles gefasst. Ich werde vorsichtig sein, Herrin Duarte. Euer Lehrling ist bereit zu dienen. Okay. Okay, dann einmal von hinten, bitte. Komm, Antea, wir müssen los. Und ich muss mal. Achso, okay, das ist ein Grund, finde ich jetzt. Rory McGrath, galant bis zum Schluss. Ja, auch wenn er auf dem Klo muss. Lebende. Das ist echt was wert. Tod, den Toten. Da wäre zum Beispiel unser Liebespaar Antea und Red. Die besten Verbanner, die ich je kennenlernen durfte. Das Leben gehört den Lebenden, heißt es. Und Tod den Toten. Doch so einfach ist es nicht. Seit Anbeginn der Menschheit verweilen die Toten auf der Erde. Ob tot oder lebendig, wir sind komplexe und emotionale Wesen. Die Fesseln, die uns binden, sind zahlreich und verworren. Seit wir denken können, kämpfen Verbanner darum, diese Fesseln zu lösen. Der Tod ist belanglos. Er ereilt jeden von uns. Was einem wirklich Angst machen sollte, ist die Frage, ob man danach in Frieden ruhen wird. Okay, meint er? Ich, Charles Davenport, sollte es wissen. Die Heimsuchung von New Eden hat mich zu Tode erschreckt. Ich wünschte, ich hätte meine Freunde nie gebeten, herzukommen, den Fluch zu brechen. Oh, das heißt, der sie gerufen hat, ist jetzt selber tot. Okay. New Eden, 7. Juni 1695. Ja, ich bekomme so ein bisschen hier sind gerade... Sind wir echt im Juni? Wie ist denn erst der Januar? Wenn ich mir im Sommer den Hintern abfrieren wollte, wäre ich in Schottland geblieben. London war auch nicht viel besser. Schau an. Kalt Testspiele. Wie der Arsch eines Bischofs. Testspiele. Doppelt so Ratten. Weiß. Muss schon sagen, ich bin etwas enttäuscht. Charles hat nicht gelogen. Vibes bekomme ich gerade. New Eden ist kalt wie der Tod. Du kannst zu Recht enttäuscht sein. Also entweder spielen wir ihn oder man kann es sich aussuchen. Das wäre natürlich auch Jack. Gerade wenn man sagt so. Das macht ja auch das Programmieren der Story viel aufwendiger. Beide ich hoffe bloß, er ist in der Taverne. Mit einem heißen Grog. Oder zwei. Oder man wechselt ab. Nein, wir spielen sie. Okay. Ich habe genug von den langen, öden Seereisen in düstere, ferne Länder. Ich kann mich nicht erinnern, wann wir das letzte Mal nicht gearbeitet haben. Hiernach sollten wir in See stechen. Irgendwohin, wo es warm und sicher ist. Grafisch wirklich. Sehr so gut. So einen Ort gibt es nicht. Man kann hier nichts aufsammeln. Aber schön wäre es. Ja. Grafisch, wow. Kann man einfach nur so sagen. Weil die Sicht ist sehr begrenzt, haben sie geschickt gemacht, aber es läuft extrem flüssig, finde ich. Ich hoffe, ihr habt den gleichen Eindruck. Habe ich schon erwähnt, wie trostlos dieser Ort ist? Ja, ich hatte dich schon verstanden. Aber ich kann dir auch nicht widersprechen.
W und E. Das ist aber ungewöhnlich. Okay. W, E zum Ducken. Okay. W, E geht immer. Okay, das ist wirklich eine ungewöhnliche Steuerung. Ratten. Ich hasse Ratten. Ich denke, wir können hier durchgehen. Ja, aber sicher auch. Doch. Stolpern wir durch dieses verrottete, verfallene Haus. Wiesenkerbel. Aha. Wiesenkerbel. Wahrscheinlich kann man irgendwelche Kräuter später mixen. Müsste sicher sein. Tränke oder so. Anthea? Schwerter. Du hattest recht. Wieder einmal. Liegt es an mir oder sind wir hier nicht willkommen? Es liegt an dir. Bleib dran. Ich werde einen Weg finden, dich zu treffen. Na, es wäre ja logisch, jetzt einfach die Leiter zu nehmen. Lehrlinge. Ja? Hier könnte ich mich durchschlagen. Drücke. Okay. Was meinst du damit? Hier könnte ich mich durchschlagen. Hier ist nichts. Das bringt ja nichts. Ja gut, das war jetzt die Message dann da zu bringen und hier ist gemeint, ist natürlich schon ein bisschen. Ja. Okay, warum ist es hier E, aber bei den anderen Situationen, wenn es rauf geht, WE? Muss ich das verstehen? Wow. Also grafisch ist es, gut, das Wasser sieht jetzt nicht ganz so doll aus. Gerade da vorne, das Wasser ist also wirklich sehr unrealistisch. Aber, Blacktails, genau. Also ich habe eben schon probiert, Space ist kein Springen. Tja. Und wie wäre es ja jetzt nett, wenn ich schon ein Tutorial habe? Das ist auch erklärt, wie ich jetzt hier rüberkomme, oder? Bin ich jetzt daneben? Weil ich würde sagen, ich muss darüber. Wieder WE? Es ist also wirklich immer WE. Okay, das ist wirklich ungewöhnlich. Plage. Okay, cool. Alles in Ordnung da unten? Nur ein heimtückischer Wanderer. Und bei dir? Ja, auch. Geht schon. Beobachten diese Schemen etwa die Straße? Kann sein. Aber wollen die, dass niemand die Stadt betritt? Oder dass keiner rauskommt? Okay, Spektralstaub hinterlassen die. Okay. Oh, was zum Lesen. Lieber Küsser. Diese Farce, die sich New Eden Town nennt, hat lang genug gedauert. Du hast alles versucht, um dort etwas für dich aufzubauen. Aber wenn du Geschehnisse aus deinen Briefen wahr, wenn die Geschehnisse aus deinen Briefen wahr sind, dann, bei Gott, pack deine Sache und verlasse mit deiner Frau und deinen geliebten Kindern diesen gottlosen Ort. Kommt nach Providence und lebt bei uns. Hier kannst du das Land bearbeiten und ihr könnt bei Simone und mir wohnen, bis ihr eine eigene Wohnung gefunden habt. Bitte, ich flehe dich an. Komm zu uns. Wir sind eine Familie und die Kinder sind hier sicherer. John James, Providence, 8. September 1964. Tja, bald sind sie nicht gekommen, würde ich da mal so behaupten. Wenn man hier den Karren so sieht. Die Steuerung ist mit WE, das ist echt ungewöhnlich. Aber...
funktioniert, ne? Muss ich nur dran gewöhnen, was soll ich sagen? Hier ist aber wieder nur E, warum auch immer. Das verstehe ich nicht, warum sie das so und so gemacht haben. Geiles Schiff. Wieder Ratten. Ob das echt hier so ein bisschen Plagtails hier. Was Plagtails überhaupt? Noch mehr Wanderer. Okay. Ah, der kämpft da unten. Hinter dir! Cooler Typ. Ja, mich kann keine Kiste aufhalten. Wer weiß, wie lange diese Leute schon tot sind. Ob das die ursprünglichen Siedler sind? Das verheißt jedenfalls nichts Gutes. Das stimmt wohl. Also ich habe das Spiel jetzt 16 Minuten an. Ich kann nur sagen, geil. Ah, ich meine, es gibt so Details, wie der Umhang flattert, ne? Das ist... Aber ja gut, ich meine, es ist ja nicht so, als ob die Macher hier Actionspiele gewohnt sind, ne? Sie haben ja schließlich geübt. Das nennt... Die Verbannung wird durch Angriff mit deinen Waffen gefüllt. Wenn die Verbannungsanzeige voll ist, drücke E, um dein Ziel zu verbannen. Aha. Jetzt gehörst du mir. Zeit, dass du für immer von hier verschwindest. Leder. Nice. Also es wird definitiv ein Crafting geben. In irgendeiner Form. Hallo? Warum geht das nicht? Hallo? So. Eine Notiz, feucht und blutig. Auch wenn diese Worte mit der Zeit verloren gehen könnten, muss ich sie niederschreiben. Das Datum? Weil ich weiß es nicht. Nun, das ist der Monat Juni des Jahres 1695 ist. Entschuldigung. Ich hielt Providence für sicher und hoffte endlich die Kinder wiederzusehen. Ich sehnte mich nach den goldenen Weizenfeldern voller Kinderlachen. Nun ist ihre Mutter tot und ich werde ihr bald folgen. Etwas Heimtückes streift durch die Straßen. Schreckliche Geister ergreifen uns. New Eden ist verflucht. Flieht, wenn ihr das lest. Diese Leute haben New Eden Town erst vor ein paar Tagen verlassen. Was geht hier eigentlich vor? Ja, wie du schon sagst. Also es sieht wirklich so aus, als ob irgendetwas verhindern möchte, dass sie die Stadt verlassen, ne? Ah, auch da hat man die Helligkeit korrigiert. Das hat man gesehen. Das kriegt man besser hin. Aber... Ja, halte, gedrückt mein auf geladenen Angriff auszuführen. Da muss man noch ein bisschen üben. Vor allem, wie kriege ich die Lebensanzeige wieder voll? Oder fühlt sie sich von allein?
Es ist ja natürlich auch Fokus. Es kann ja wirklich sein, dass man hier so ein bisschen Grafik-Engine ausgetauscht hat, weil es ist schon ungewöhnlich wie... Kann man das anzünden? Nein, schade. Das verheißt nichts Gutes für den Fall. Die Grafik-Engine. Die Lage ist schlimmer als gedacht. Warten wir ab, was Charles zu sagen hat. Der wird gar nichts mehr sagen, der ist tot! Entschuldigung. Leere Docks in einer wachsenden Siedlung? Das ist nie ein gutes Zeichen. Alles verfällt. Sitzen die Honoratioren nur faul herum? Ist es nicht genau das, was Stadträte tun? Eigentlich schon, ja. Okay, kann ich nicht kaputt machen. In der Stadt müssen wir uns vielleicht aufteilen, um mehr Gebiet abzudecken. Du kannst dich auf den besten Schüler verlassen, den eine Verbannerin haben kann. Mal sehen, ob du dich an deine Ausbildung erinnerst. Packst du's? Immer doch. Aber er sieht doch älter aus wie sie. Wie kann sie die Lehrerin sein und er der Schüler? Das will mir jetzt nicht so ganz einleuchten, aber muss ja auch nicht. Porträtshow, Sarah's Hamlet. Okay, das heißt, da geht's nach Boston. Aber ist offensichtlich verrammelt, ne? Susanna, vor Tagen haben wir zuletzt etwas gegessen. Die Stadt leert sich jeden Tag mehr. Die Leute riskieren lieber die Kälte, als zu bleiben. Laut dem Minister ist Hilfe unterwegs. Aber ich weiß nicht, wie viel Zeit uns noch bleibt. Oder wie viel Zeit noch bleibt, bis die nächste Krankheit uns alle dahin rafft. Ja, Entschuldigung. Ich vertraue diesem Brief meinen Nachbarn an, in der Hoffnung, dass er dich erreicht. Wenn sich nichts ändert, werde ich selbst versuchen, den Wald zu durchqueren. Ich höre, dass sich die Leute zu Gruppen zusammenschießen, um die Wildnis sicher zu durchqueren. Möge Gott uns helfen. Sarah. Die Leute verlassen die Stadt. Bald ist sie menschenleer. Sei auf der Hut. Also hier geht's definitiv nicht weiter. Also man kann jetzt hier nicht viel erforschen oder rumlungen. Recht verwaist diese Stelle. Nicht mal ein Stallknecht da. Und keine Pferde. Diese Stadt verliert von Sekunde zu Sekunde an Charme. Ja, ne? Pyrit. Auch das kennen wir ja aus Blacktails, ne? Ich weiß gar nicht, ist das der richtige Name? Ich sag jetzt einfach Blacktails, was mir nicht richtig einfällt. Aber ihr wisst ja, welches Spiel ich meine. Ja, ist schon komisch, dass es so menschenleer ist. Okay. Ah ne, das sind Fackeln. Ich dachte zuerst, es wären tote Ratten. Ungewöhnlich. New Eden Town entdeckt. Wow, das war jetzt auch schwer. Diese Stadt ist wie ausgestorben. Was sind denn alle? Suchen wir das Gasthaus. Wir müssen Charles finden. Übertreibung des 900. Es wird schön sein, Charles und Esther wiederzusehen. Wir müssen uns immer die Predigt über die heilige Ehe anhören. Oh, da ist ein Mensch. Eine hübsche Bezeichnung für solche Fesseln. Die Leute hier sind sicherlich genauso aufgeschlossen wie Charles. Du hast den Ort deines aktuellen Ziels erreicht. Dein Kompass zeigt nun an, dass du dich in einem Ermittlungsgebiet befindest. Ah ja. Suche nach dem Gasthaus. Okay. Warum sitzt er sich nicht auf sein Bett? Gasthaus Docks Friedhof. Also hier lang.
wollte gerade sagen, ich höre eine Geige. Hier scheint es Gosthof zu sein, aber das ist die Musik des Spiels. Das muss das Gasthaus sein. Was? Nein, das nicht. Da ist ein Schloss drauf. Das ist es nicht. Oh, da ist ein Mensch. Ein Mensch! Doomsday has come. Ich brauche einen Moment für mich. Verzeiht mir. Okay. Na toll. Motto des Tages. Gut, was ich sag. Boah, sollte ich gerne, aber... I'm a little bit tired. Oh, was ist das denn? Schoolhouse Docks Cemetery Meeting House. Und hier gibt's Nachrichten. Der Weg zum Gemeindezentrum ist geschlossen. Beschluss des Gouverneurs. Friedhof geschlossen. Anordnung des Gouverneurs. Okay. Kann man das irgendwie anzielen? Ausgangssperre. Nach Sonnenuntergang bleibt zu Hause. Kein Unruhen, kein Aufruhr. Gouverneur F. Haskell. Eine Ausgangssperre? Aber wieso? Ja. Das erste Mittel eines jeden Unterdrückers, der etwas auf sich hält. Machen wir Leder. Okay. Also springen scheine ich nicht zu können. In. Wer ist denn in?